Corona-Krise hat bewirkt, dass das Wirtschaftswachstum ganz dramatisch eingebrochen ist. Die Konjunktur fällt wie ein Stein zu Boden. Die reichen Nationen haben sehr, sehr rasch reagiert und riesige Konjunkturrettungsprogramme im Ausmaß von Billionen Dollar verabschiedet. Von Kriegszeiten abgesehen, hat es eine derartige Größenordnung historisch überhaupt noch niemals gegeben. Diese Situation erinnert an 2009, 2010, 2007, 2008 die große Finanzkrise. 2009 hat es dann sehr große Konjunkturrettungsprogramme gegeben. Und schon am Ende von 2009 ist eine Debatte losgegangen um die Staatsschulden. Und das hat dann aus politischen Gründen verursacht zu dieser ganzen Staatsschuldenkrise geführt. Diese Entwicklung war fatal und diese Entwicklung gilt es jetzt zu verhindern. Ein wichtiger Beitrag dazu ist, ein Verständnis über Schulden zu entfalten. Schulden gelten als schlecht. Schulden machen ist etwas Schlechtes. Ja. Es werden beschworen, die Tugenden eines guten Kaufmanns, die Tugenden der schwäbischen Hausfrau, die auf ihre Finanzen achtet und das sozusagen sehr, sehr klug macht. Diese Art von Reden, diese Art von Denken ist ungemein populär, weil sie nämlich die Erfahrungen, wie wir normale Menschen, normale Arbeiter, normale Angestellten mit Geld umzugehen, auf das gesamte auf den gesamten Wirtschaftsbereich hochrechnen. Das ist falsch und ich möchte Sie gern einladen, ganz kurz 5 verschiedene Bereiche anzusehen und Ihnen klarzumachen, dass Schulden in diesen 5 verschiedenen Bereichen immer etwas ganz, ganz anderes bedeuten und dass wir nicht unseren Erfahrungsbereich auf den Bereich des Staates übertragen müssen. Die erste Ebene, es geht um 5 Ebenen. Die erste Ebene ist die Ebene des normalen Menschen. Wie gehen wir mit Geld um? Geld verkörpert uns für einen Wert. Wir müssen arbeiten, wir brauchen das, um überleben zu können. Wir müssen das klug machen. Schulden sind oft eine große Belastung. Das hat natürlich auch mit der Schichtung zu tun. Und gerade arme Menschen haben in einem viel, viel höheren Maße Schulden, weil sie ohne Schulden machen ein bestimmtes Level des Daseins überhaupt nicht finanzieren können. Dramatisch die Situation zum Beispiel in den USA. Ungefähr 40 oder 50% der Bevölkerung lebt so an der Kante, dass sie nur immer durch Schulden machen, das weitermachen kann. Und eine Kreditkarte in den USA ist tatsächlich ein Kredit. Und die Durchschnittsverschuldung in den USA ist über 100% eines Jahreseinkommens. Im Durchschnitt haben sich die Haushalte verschuldet. Das ist die Ebene unseres Haushaltes. Klug damit umgehen, manchmal braucht man es und es kann eine Art von Gefährdung sein. Die zweite Ebene ist die Ebene von Firmen, die etwas produzieren, die Produkte machen und die Dienstleistungen herstellen. Hier stellen sich Schulden ganz, ganz anders dar. Wenn Sie eine geniale Geschäftsidee haben, wenn Sie einen Businessplan aufstellen können, dann brauchen Sie Kapital. Kapitalismus braucht Kapital, das heißt, Sie brauchen Geldgeber. Das kann eine Beteiligung sein, aber das wird in hohem Maße sein Fremdkapital. Das können Kredite sein, wenn Sie größer sind, vielleicht können Sie auch Wertpapiere auflegen. Das heißt, jede normale Firma, fast alle Firmen haben Fremdkapital. Die Tatsache, dass sie Fremdkapital besitzen, ist nichts Schlechtes. Ohne Fremdkapital, ohne produktives Kapital ist Wirtschaftswachstum überhaupt nicht möglich. Ich brauche, um einen Wirtschaftswachstum machen zu können, immer eine permanente Geldschöpfung und das geht meistens über Kredite. Wenn wir sagen, wir brauchen jetzt zum Beispiel eine Umstrukturierung des Wirtschaftssystems in Richtung eines Green Deals, dann brauchen wir zusätzliche Schulden, die irgendjemand aufnehmen muss. Die nächste Ebene, die dritte Ebene, ist die Ebene einer Bank. Eine Bank ist zum einen eine Firma, das heißt natürlich hat sie auch Fremdkapital und zum anderen hat sie im Umgang mit Schulden,
im Umgang mit Geld, im Umgang mit Kapital sehr, sehr strenge Vorschriften. Die Bank muss dauernd in viel höherem Maße als eine normale Firma auf die Liquidität achten, sonst gehen alle zu ihr und wollen die Ersparnisse abheben. Die Bank kann innerhalb von Stunden pleite gehen und gleichzeitig hat sie hohe Erfordernisse in Bezug auf bestimmte Positionen, nämlich in welcher Weise sie das Eigenkapital hält. Und das Eigenkapital zum Fremdkapital, das sind sehr, sehr komplexe Bewertungen. Die Tatsache, dass Bank Fremdkapital hat, die Tatsache, dass eine Bank Schulden hat, ist überhaupt nichts Negatives. Das natürlich, es muss in einem Rahmen sein, es muss irgendwie finanzierbar sein, aber die Tatsache per se, niemand würde über Bankschulden als solche negativ reden. Die vierte Ebene ist die des Staates. Man sagt, der Staat darf keine Schulden machen. Das ist eine Frage der Finanzierung und das Eigentliche sind ja nicht die Schulden, sondern das Eigentliche ist die Belastung durch die Schulden. Zum Beispiel, in welchem Maße ist die Zinsbelastung hier? Und jetzt kann man ja zeigen, dadurch, dass die Zinsen sehr, sehr niedrig ist, dass die Zinslast, wie viel muss ich Zinsen zahlen im gesamten Ausgabevolumen, dass das gesunken ist. Das heißt, die Staaten haben es leichter gehabt, in den letzten Jahren sich zu verschulden. Und wenn gesagt wird, die Staaten müssen sparen, dann sind meistens gemeint die Sozialausgaben, das heißt das sogenannte Sparen des Staates, das als Tugend hergestellt wird, trifft bestimmte Bevölkerungsschichten, jene Bevölkerungsschichten, die von den Sozialausgaben, die von den Sozialleistungen, die sozusagen bestimmte Arten von Infrastruktur, die der Staat bereitstellt, abhängig sind. Und wo das dramatisch passiert ist, genau diese Austerity-Politik, diese Schuldendebatte, war ja Griechenland. Und im Fall von Griechenland, da hat es mindestens 7 Pakete gegeben, die ja absolut rigide und absolut grausam durchgezogen worden ist. Und am Beispiel von Griechenland kann man zeigen, was das bewirkt, wenn hier eine effektive Nachfrage aus dem Land herausgezogen wird. Es kommt eine Negativspirale nach unten. Die Wirtschaft kann sozusagen nicht, nachdem es keine anderen gestaltenden Programme gegeben hat, aus sich selbst her gesunden. Und insgesamt ist in Griechenland, auf brutale Art das Sozialsystem zerstört worden, ein ungeheures Elend produziert worden und das ganze BIP ist circa ungefähr um 25 Prozentpunkte gesunken und dann ist erst wieder langsam aufwärts gegangen. Die fünfte und letzte Ebene, ganz übergeordnet, ist die Ebene der Zentralbanken. Zentralbanken haben niemals ein Problem mit Schulden. Zentralbanken sind nicht Banken, Zentralbanken sind die letzten Instanzen, um ein gesamtes Bankensystem, um ein Währungssystem zu stützen. Sie können ungemein viel machen und vor allen Dingen, sie können die eigenen Positionen in ihrer Bilanz kontrollieren. Zentralbanken haben niemals ein Problem mit Eigenkapital, weil sie selbst die Zahlungsmittel machen. Und weil sie dadurch in einer gewissen Weise die Positionen auf ihrer Bilanz kontrollieren können. Eine Zentralbank kann Geld durch verschiedene Operationen machen. Sie kann zum Beispiel Wertpapiere kaufen und dafür Geld hergeben. So wird Geld geschöpft, gemacht. Eine Zentralbank kann Banknoten drucken und die dann in den Umlauf geben. Das ist das Monopol der Zentralbank. Und wenn das jemand anderer macht, dann wird er bestraft. Das macht nur die Zentralbank. Die Zentralbank ist auch mit allen Banken in Verbindung. Alle Banken haben Konten auf der Zentralbank. Und die Zentralbank kann ihnen zum Beispiel einen gewissen Kontenrahmen geben, die Bankreserven. Und damit wird auch Geld geschaffen. Das heißt, das, was Zentralbankgeld heißt, das Bargeld und die Bankreserven, das bestimmt die Zentralbank selbst. Das heißt, jede Forderung, die an sie gerichtet ist, kann durch die Zahlungsmittel, die sie selbst macht, beglichen werden. Eine Zentralbank hat keinerlei Problem mit Eigenkapital, Schulden spielen überhaupt keine Rolle und eine Zentralbank kann auch mit negativem Eigenkapital bilanzieren und dafür gibt es historische Beispiele.
Wenn man das durchdenkt, gibt es einen bestimmten Freiheitsraum in Bezug auf die Staatsfinanzierung. Darüber möchte ich noch andere Videos machen. Ich bedanke mich sehr für das Zuhören und es kommen noch weitere Videos, die diese Dinge näher klären werden.